Herzlich willkommen, liebes OdoTV-Team. Heute wieder mal ein neuer Test von mir. Dieses Mal teste ich einen wasserdichten Rucksack, den sogenannten AquaQuest Backpack 3-Bag Sport Grundlegenden. Ich habe ihn bei Amazon für 69 Euro bestellt. Der Rucksack hat ein Gewicht von ca. 800 Gramm. Diese habe ich nachgewogen, es stimmt soweit. Er hat eine Größe von 30 Litern. Ist laut Herstellerangabe haltbar und abnutzungsresistent, besteht aus Oxford 400D Ripstop mit TPU-Laminierung und DuPont DWR-Beschichtung. Er hat reflektierende Träger und reflektierende Logos und den Rücken, die Schulterträger kann man einstellen, so dass sie auch jedem passen, auch sehr großen Menschen. So, nun aber zu den Details. Interessant finde ich hier oben dieser Klettverschluss. Damit kann man den Rucksack zu der üblichen Rollverschließung auch nochmal zusätzlich schließen. Oder muss ihn sogar damit schließen. Er hat ein großes Hauptfach. Eine Unterteilung mit Packsäcken bietet sich also hier an. Hier vorne sind verschiedene Ösen, wo man alles Mögliche befestigen kann. Er hat zwei stabile Taschen, wo eine Nalgene reinpasst. Diese kann mit der Halterung hier fixiert werden. Nun zur Rückseite. Die Träger sind hier gut einstellbar. Er hat eine Bauchgurt und auch nochmal eine Brusthalterung. So, und nun werde ich ihn mal bepacken. Ich lege hinein meine Hammock. Hier das Tarp zur Hammock. Eine Thermarest Neo Air Hüftmatratze. Ein Erste-Hilfe-Pack, meinen leichten Lestra-Schlafsack, wasserdicht verpackt, ein Wasserfilter von Platypus und schließe erstmal den Rucksack. Den vorher beschriebenen Klettverschluss hier oben habe ich natürlich geschlossen und dann wie üblich bei Trybags 3 bis 4 Mal hier gewickelt und mit der Schließe zugemacht. Ihr seht es ja schön, die Nalgene passt auch noch an die Seite rein. So, nun werde ich mal den Rucksack aufsetzen und testen, wie er sich mit dem Gewicht, mit dem ich ihn beladen habe. Wir gucken mal. Ja, jetzt sind wir hier bei etwas über 5 Kilo, wie er sich damit trägt. So, ich habe den Rucksack nun aufgesetzt, hier oben verschlossen, auch über meinen dicken Bauch, passt der Bauchgurt, der reicht dort aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. So sitzt er bei mir auf dem Rücken, man könnte ihn sicher noch etwas einstellen, dass er noch ein wenig höher kommt. Es schnürt nichts ein. Die Riemen sind sehr gut, sehr angenehm zu tragen. Ja, und nun kommen wir zu dem härtesten Test. Jetzt werde ich mal den Rucksack in der Badewanne dem Wassertest unterziehen. Für den Wassertest befülle ich den Rucksack jetzt mit etwas Zewa Küchenrollenpapier. So, jetzt werde ich ihn mal gut schließen. Und natürlich das Einrollen nicht vergessen. Und dann geht es gleich ans Wasser. Der Verschluss ist wieder dreimal umwickelt worden, wie es vorgeschrieben ist. Und nun Wassermarsch. Das Wasser perlt sehr schön ab. Ich dusche ihn auch von oben und von hinten.
dann auch mal von unten. So, das sollte ein starker Regen gewesen sein. Jetzt werde ich mal ein wenig abschütteln. Ihr seht, das Wasser perlt sehr schön ab. Okay, dann wird er wieder geöffnet. Vorher mache ich mir mal die Hand trocken. So. Und nun kommt der spannende Augenblick. Es ist etwas schwierig, diesen Dryback mit einer Hand zu öffnen. Aber das sollte gehen. So, dann mache ich ihn mal auf. Und wir gucken mal das Papier an. Ein paar Tropfen sind jetzt von oben reingelaufen. Aber so sieht es innen drin trocken aus. Das Papier hat nur ein wenig abbekommen von den oberen Stellen, von dem Wasser, was von oben reinlief. Sieht aber im Allgemeinen, also was jetzt beim Öffnen reinlief, sieht aber im Allgemeinen trocken aus. Ja, ich glaube, der Rucksack ist voll einsatzfähig und gut zu gebrauchen. Die Firma, wie gesagt, AquaQuest zu kaufen, gibt es den Rucksack derzeit für 69 Euro bei Amazon. Ja, das soll es wieder von mir gewesen sein. Hier war euer Marc Boy für OdoTV. Vielen Dank fürs Zusehen.